Hallo und herzlich willkommen zu Smart Heads Europe, dein Kanal rund um die Themen Job, Geld, Leben, Business. Ist die Corona-Krise vorbei oder steigt jetzt die Zahlen der Privatinsolvenzen? Das ist ein brisantes und sehr wichtiges Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen. Doch bevor ich wie immer in das Video einsteige, möchte ich dich ganz herzlich bitten, den Kanal zu abonnieren, die Videos zu teilen und zu liken und natürlich auch gern Mitglied in der Telegram-Gruppe werden. In guter alter Manier verlieren wir keine wertvolle Zeit und legen jetzt sofort los. Ja, die Straßencafés sind voll, die Restaurants können sich vor Buchungen auch nicht retten, die Leute fahren wieder schön in den Urlaub, in den Süden und viele fragen sich jetzt, ja, ist denn jetzt die Corona-Krise vorbei? Gehen wir jetzt wieder in die Normalität zurück? Bringen die Impfkampagnen Fortschritte? Wie sieht es aus mit Delta, mit der Delta-Variante? Doch es drohen weitere dunkle Wolken am Horizont aufzuziehen. Wir haben uns mal eine Schufa-Umfrage angeschaut und die besagt ein düsteres Szenario. Denn 2020 haben laut Statistischem Bundesamt 588.000 Leute eine Schuldnerberatung aufgesucht. Und wir wissen ja alle, dass natürlich in der Corona-Krise Geschäfte zwangsgeschlossen wurden, dass Leute keinen Umsatz generieren konnten, dass Leute vergeblich auf Corona-Hilfen gewartet haben. Und in dieser Zeit muss man ja weiter seine Verbindlichkeiten und seinen Unterhalt bestreiten. Und da sind viele Leute hingegangen und haben sich Geld geliehen. Und laut der Schufa-Umfrage hat sich jeder Siebte, die Zahl muss man sich jetzt wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, jeder Siebte hat sich bei Freunden oder Verwandten Geld geliehen. Und das ist natürlich so, dass man natürlich in der Zeit jetzt die Krise etwas überbrücken kann, aber man darf ja nie vergessen, Schulden müssen ja auch zurückbezahlt werden. Und wenn man Schulden nur von Schulden lebt, aber diese nicht investiert oder in neue, sage ich mal, und Projekte investiert, die einem Kapital generieren können, dann läuft man immer mehr Gefahr, ja, in eine Schuldenfalle, in eine Schuldenspirale hereinzugeraten. Und das zeichnet sich jetzt bei vielen Leuten nämlich ab. Ob wir jetzt von Kurzarbeitergeld sprechen, ja, egal, diese Leute haben, ich kenne viele Leute, die haben fröhlich drauf losgelebt. Die haben einfach gesagt, die haben das alles als Geldgeschenke gesehen, die haben steuerliche Aspekte nicht beachtet, die werden jetzt bitte abgestraft. Und ich sage es noch einmal in diesem Video, am 31.12.2021 endet offiziell bis dato das Kurzarbeitergeld. Und wir haben, oder ihr habt am 26.09. Bundestagswahl in Deutschland, das heißt, dass ich davon ausgehen werde, dass es keine Wahlkampfversprechen und Geschenke mehr geben wird und dass das Kurzarbeitergeld auch nicht mehr zum 01.01.2022 verlängert werden wird. Also, da sind riesige Gefahrenpotenziale da, die so langsam aufpoppen, aber die Leute sehen es nicht, weil sie es auch nicht wahrhaben wollen, weil sie sich jetzt in einer trügerischen Sicherheit begeben. Warum? Immobilienmarktpreise up to the sky. Egal was, ob es Aktien sind, was auch immer, Gold, Edelmetalle, alles boomt momentan. Aber das kann auch die Ruhe vor dem Sturm sein. Und irgendwann, wie gesagt, sind eure Reserven verbraucht. Und wenn ihr jetzt nicht hingeht und irgendwo das Kapital, was ihr euch geliehen habt, einen Teil davon, irgendwo wieder reinvestiert und versucht, euch ein passives Einkommen zu generieren, wenn ihr das nicht macht, dann geratet ihr, wie gesagt, in diese Schuldenfalle hinein. Und es gibt natürlich auch gute Nachrichten, denn die Politik hat gehandelt. Sie hat nämlich die Zeiten für eine Privatinsolvenz von 6 auf 3 Jahre reduziert. Und viele Leute haben ja schon bis ins Frühjahr gewartet, wo diese Gesetzesnovellierung in Kraft getreten ist und profitieren jetzt davon, dass sie jetzt nur noch 3 Jahre in der Privatinsolvenz stecken beziehungsweise diese 3 Jahre da abwickeln müssen und können dann mit einem Neustart beginnen. Also das solltest du auch im Kopf haben. Also es sind nicht mehr diese 6 Jahre, die du dort abwickeln musst, sondern es sind nur noch 3 Jahre. Wie beurteilst du die Lage jetzt am Markt? Findest du wieder, es kommt wieder die Normalität wieder? Siehst du ja wieder Licht am Ende des Tunnels? Schreib es mir doch einfach in die Kommentare rein und vergiss bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und die Videos zu liken. Ich sage wieder herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns schon sehr bald wieder mit einem weiteren spannenden Video und ich bin wie immer raus. Ciao, euer Alex.